Du bist das. Auch noch ein Schulkamerad von mir. Ach, die Herren kennen sich. Bitte. Herr Dr. Böckli, Herr Tiches ist verstimmt. Was heißt verstimmt? Empört bin ich. Also Herr Tiches ist empört über Ihre Bemerkung in der Freitagsausgabe. Ich verlange, dass diese infame Verleumdung zurückgenommen wird. Ich nehme nichts zurück. Herr Doktor, wir wollen doch versuchen... Ich habe nur Tatsachen berichtet. Die politische Vergangenheit des Herrn Tiches... Meine Vergangenheit? Ich habe mich öffentlich gegen Hitler bekannt. Wann war das? Vor 2 Jahren. Spielt doch gar keine Rolle. Du warst ja wohl immer dagegen. Ja. Und was hast du dagegen getan? Hast du vielleicht riskiert, mal öffentlich deine Meinung zu sagen? Hast du jemals ein Wort gegen Hitler geschrieben? Wenn das Haus erst brennt, mit Tinte kann man es nicht löschen. Man hätte vorher etwas tun müssen. Und warum habt ihr nichts getan? Weil wir euch damals nicht ernst genommen haben. Aber inzwischen haben wir hinzugelernt. Auf euch muss man aufpassen, bevor ihr die Zündhölzer wieder in der Hand habt. Und deshalb wird nichts dementiert und nichts zurückgenommen. Na, da will ich Ihnen mal was sagen, meine Herren. Sie kennen meinen Einfluss auf diverse große Industrieunternehmungen. Ich werde dafür sorgen, dass Ihnen sämtliche fetten Inserate entzogen werden, solange sich dieser Herr Böckel hier breit macht. Es kostet mich ein Lächeln. Aber Sie gehen dabei baden. Aber ich bitte Sie, Herr Tiches. Generaldirektor Tiches. Ihretwegen bin ich schon mal aus meiner Stellung geflogen. Und wenn ich jetzt wieder rausfliege, mich schüchtern Sie nicht mehr ein. Auf Wiedersehen, Herr Böckel. Sie hören noch von mir. Warum sagen Sie nicht Herr Hitler? Das bin ich doch so gewohnt von Ihnen. Prima, Party. Und wenn ich bis zum Minister gehe, das soll mich ja sehen, der hier den Kürzeren zieht. Halt, halt! Abwärts. Diesmal aber endgültig. Junge, du musst doch jetzt was Trauriges spielen. Ich dachte, das wäre das Happy End. Hast du denn gar keine Pietät? Los, Harmonium. Zu so einer feierlichen Stunde gehören natürlich Zylinder. 6 Zylinder, 8 Zylinder, 12 Zylinder, noch mehr Zylinder. Und nun gestatten Sie mir bitte einige Spitzen. Sie sehen die Spitzen der Behörden, die Spitzen der Wirtschaft, des Handels und des Gewerbes. Auch von den Kameraden aus großer Zeit stehen noch viele zu dem teuren Verblichenen in Treue fest. Selbst aus Argentinien sind liebe Verwandte herbeigeeilt, Senora Maisagara nebst Töchtern aus Buenos Aires. Was denn, Orden auch noch? Mann, das kann doch nicht stimmen. Raus da, Junge, du bist auf der falschen Beerdigung. Ministerialrat Dr. Sense weiht dem Dahingeschiedenen noch ein paar Worte und ist selbst ergriffen von dem Text, den ihm sein Pressechef aufgesetzt hat. In seinem Sinne wollen wir weiterleben. Begreiflich, dass dabei mancher Hut hochgeht. Bruno Tiches ist verschieden, aber verschiedene seines Schlages leben weiter. So viele Fahrstühle können ja auch gar nicht repariert werden.